Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bakery Simulator. Ein halbes Jahr stand unsere Bäckerei jetzt leer oder war verlassen. Ich habe jetzt mal wieder Bock gehabt reinzugucken, habe mich auch schon mal ein bisschen da dran gesetzt, mal ein, zwei Sachen wieder herzustellen und zu verkaufen. Denn hier hängt unser Ziel. Upgrade auf Level 3 möglich. Wir können noch einmal umziehen. Also ich denke mal, es wird noch einmal sein. Ich glaube nicht, dass das Spiel noch unbegrenzt mehr neue Bäckereien hat. Deswegen denke ich mal, wird es das letzte Mal sein, weil auch ultimativer Workshop. Ich weiß nicht, was dann danach noch kommt. Können wir uns noch nicht leisten. Das heißt, wir müssen heute nochmal Gas geben. Wir müssen heute nochmal Aufträge an Land holen und ich wollte gerade sagen bezahlen, aber wir wollen ja backen. Und wichtig ist, das muss ich einmal kurz nachgucken. Ne, eins ist nicht. Zwei. So, wir müssen nicht zu Dude und zum 5-Mint Bakery bezahlen. Liefern. Dude und 5-Mint Bakery. Deswegen würde ich sagen, wir machen heute einfach mal drei Gerichte. Gibt uns knapp 2000 Euro. Dollar, Geld. 28 Minuten. Haben wir noch nie gebraucht. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen drin. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ich hoffe mal, das schaffen wir. So, Donuts. Habe ich schon gemacht. Ich habe auch unser Gerät abgegradet. So, nämlich mit diesem zentralen Mischer. Schaltet eine neue Funktion frei, die es dem zentralen Rührlöffel ermöglicht, Donuts automatisch zu drehen. Klingt crazy. Allerdings, ist es einfach diese Klappe, die dann umschwenkt und die Donuts wendet. Also ich habe es mir spektakulärer vorgestellt. Das Einzige, was ich noch nicht so ganz gecheckt habe, wenn wir hier die Donuts rausnehmen, das werden wir auch gleich sehen, dann fallen die alle hier drauf. Ich weiß nicht, ob ich da die Kiste vorher hinstellen kann, dass die direkt da reinfallen. Oh, kann ich so... Oh. Okay, das könnte jetzt ein Game Changer sein. Okay, nehmen wir unsere Rührschüssel, fangen wir an. Wir fangen mal mit den großen Maschinen an. Wir wollen 3600 Gramm Weizenmehl und sehen erstmal nichts. Dann, das muss ich glaube ich runter machen, ja. Wollen wir 720 Milliliter Wasser. Und den Rest müssen wir leider hier selber noch raussuchen. Machen wir mal weiter einfach hier in der Reihenfolge mit der Milch. Und wir brauchen noch 80 Milliliter. Achso, wir hätten mit den Eiern anfangen können, weil die Eier sind nämlich das, was irgendwie am längsten dauert. Ihr werdet gleich sehen, warum. 720. So. Oder machen wir die Eier als letztes, weil das ist wirklich nervig. 140. 144. Dann gehe ich mal eben auf den 200er, so. Wir haben nämlich nur Eier mit 45 oder 60 Milliliter Größe. 60. Oh ne, wir können jetzt die großen sogar nehmen, weil ich habe die kleinen immer genommen. Aber es sind trotzdem einige. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal ganz viele Eier und tun die hier rein. Dann stellen wir gleich einmal den Topf beiseite und kaufen uns neue Eier. So, das ist nämlich jetzt leer. Stellen wir kurz weg und drücken die 5. Stellen die Eier nach, kaufen das, laufen mal ganz kurz hin, drücken U. Dann müssen wir nicht 3 Minuten warten. Das will ich jetzt nämlich nicht tun. Dann machen wir weiter. Ich weiß gerade nicht, wo wir stehen bei den Eiern. Achso, 3 Stück noch, ja. Mal kurz mich verwirren lassen. Sieht alles gut aus, ist alles drin. Damit ich hier rein, stellen wir ein... Ich weiß nicht, warum da immer eine
ein Unterschied ist 30 bis 50 Sekunden. Wenn ich das nämlich jetzt anmache, haben wir hier immer unseren Fortschritt, das ist nach 30 Sekunden fertig. Das Einzige, was wir noch gucken können, ist, sind den hier vorheizen auf 200 Grad. Ach, ich stelle einfach nur den, okay, ich stelle einfach nur den Knopf ein. So sind 180, so sind 200, okay. Ich habe die ganze Zeit hochgedreht. Okay, drücken wir einmal kurz H. Dann haben wir das auch weg. So, und jetzt ist 100% bei 30 Sekunden. Du bist hier reingefüllt, komplett. Ich stelle zurück und dann schalten wir es an. Und jetzt laufen hier, achso, hier sehen wir sogar, wie viel da noch drin ist. Das ist auch praktisch. 6,9 Kilogramm von 11. Bin mal gespannt, ob wir an die 11 irgendwann drankommen. Mal kurz auch noch gucken. Level 19 sind wir. Weil bei Level 20 können wir die Maschine hier upgraden. Oh, das landet echt da drin. Okay, das ist geil. Weil bei mir sind die alle auf den Boden gefallen. Und ich musste die aufheben. Oder beziehungsweise hier auf den Tisch sind die gefallen. Ich habe versucht, die aufzufangen mit einem Backblech. Das ging nicht. Cool, das müssen wir natürlich dabei stehen bleiben, wenn wir da das Upgrade natürlich hätten, dass die automatisch gesammelt werden, um nicht zu verbrennen. Das wäre natürlich ja nochmal eine Nummer geiler. Aber das wäre dann eher was für die nächste Bäckerei. Ja, aber das, 72 finde ich ist schon nicht wenig. Wir sind gut in der Zeit bis jetzt. Aber eigentlich ein schnelles Produkt, wenn man sich das anguckt. Ne? 30 Sekunden gemixt, 11 Sekunden, ne, 13 Sekunden frittieren und fertig ist ein leckerer Donut. Und das ist ja hier selbst auch ganz einfach. Ich könnte ja hier noch nicht mal die Donuts rausnehmen, wenn sie nicht mal fertig wären. Vorher ist ja hier noch das Symbol. Ich kann eigentlich nichts falsch machen. Es wird ganz, ganz langsam wird es weniger. Okay, ich muss gestehen, so ein bisschen würde ich mir das Upgrade wünschen, aber es ist halt einfach nicht freigeschaltet. Deswegen machen wir jetzt hier ein bisschen Handarbeit. Ich würde jetzt ja auch ungern weggehen, weil wir können wohl hier lagern. 6, 9... Oh, die fangen an zu verbrennen. Oh. Also nicht mal das kann man mal eben ausprobieren. Aber da ist auch, glaube ich, nicht mehr viel drin. Aber vielleicht nochmal dreimal maximal. Ja, oder jetzt noch dreimal. Oh, das verbrennt aber echt schnell. Dann haben wir eben noch die letzten paar Sekunden. Okay, einmal wird es noch gehen, denke ich, oder? Noch zweimal. Ja, da ist er ausgegangen. Also ziemlich simpel, ziemlich cool. Also da finde ich ja immer so ein Ingenieurskunst interessant, wer irgendwie auf die Idee kommt, ja, lass das so machen. Und es funktioniert einfach. Und es funktioniert einfach richtig, richtig gut. So, das sind auch mehr als 5,7 Liter, oder? Ja, weil hier passt nämlich, oder in diese Schüsseln geht halt nur irgendwas rein. Wo haben wir Maismehl überhaupt? Ich habe es freigeschaltet. Ich ein Level gemacht habe, doch haben wir drei. Oh, fast alles an Maismehl. Okay, aber das haben wir leider nicht hier. Kann man das große eigentlich hier auch upgraden? Objekt erweitern. Automatisches Auffüllen geht. WLAN? Ermöglicht die automatische. Okay, das sind alles Sachen für die Zukunft. Wir machen dann jetzt einfach mal eben. Größte Einheit. 2, 3.
Haben das noch Sauerteigstarter? Salz, Sonnenblumenkerne. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einmal zu viel beim 100er gedrückt oder es wird einmal zu viel angenommen. Okay, dann haben wir das. An 10 Sekunden ist ja nichts, okay, aber gemixt werden muss es trotzdem. Wir machen eben 15. Wie viel haben wir denn? 7 Laib Brot. Hier gehen auf den Tisch 6, wenn ich es gerade richtig. Oben gehen keine hin? Nee. Mal kurz gucken, ob man die gleich gemeinsam in den Ofen tun kann. 40 bis 60 Grad bei 220. Aber 60 auf jeden Fall die goldene Mitte. Perfekt, dann machen wir doch alle gleichzeitig. Wenn es passt. Sicher haben wir, glaube ich, eh genug. Passen ja auch noch 3 drauf? Ne, nur 2. Okay, dann. Achso, erstmal sollten wir das befüllen. Haben wir. Oh, hier habe ich ein zu wenig. Zack. Okay, dann haben wir das. Dann eigentlich schieben. Kann ich hier oben nichts drauf tun? Okay, nee, dann tun wir es einfach schon mal im Backofen und dann ist es fertig. Wenn das andere Mixer oder sowas, können wir das dann einstellen. Was haben wir denn? Wir haben 220 Grad für 50 Sekunden. F und kümmern uns hier drum. Oh, wir müssen Maismehl nachbestellen. Dann und Eier können wir auch nachbestellen. 95 Dollar Euro sind dann mal wieder weg. Ach, stimmt, das ist ja direkt voll. Haben wir das Rezept geändert. Ja, komm, das Wasser können wir uns mal eben. Daraus holen wollte ich gerade sagen. Ich auch so machen und dann okay, ich kann zur nächsten höheren Einheit gehen und das dann was rausnehmen. Sekunden und mixen. So, und Sonnenbrotleib geht ins Gingerhaus. Ich weiß nicht, was mit den die Form einfach runternehmen. Wenn ich irgendwo einen Mülleimer, dann hier. So.
Jetzt geht's komischerweise da drauf. Interessant. So, und das letzte Gericht. Da können wir gerne die neue Maschine benutzen. Mit der habe ich mir jetzt auch einmal schon auseinander gefuchst. Warte mal, stellen die einmal ein. Aber der, muss ich gestehen, weiß ich nicht, wie die funktioniert. Ich kann euch das gerne einmal zeigen. Wir können die sogar nach vorne ziehen. So, wir stellen hier das hin, wo es rausfällt, das Brot. Wir können hier einstellen, ob wir Brot oder Brötchen haben. Finde ich auch, ne, ist okay, dass das halt, oder ist gut, dass man das einstellen kann. Leider immer nur so. So. Können wir dich natürlich anmachen. Dann drehst du dich und irgendwas passiert. Aber ich kriege das hier nicht eingefüllt. Ich sehe die Maschine. Bin ich dagegen gelaufen? Ich hoffe, ich habe es nicht verschoben. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier was einfüge. Also wenn ihr da was wisst, wie die Maschine funktioniert, wäre ich euch dankbar. Denn ich habe es beim letzten Mal jetzt mit der Maschine gemacht. Da stelle ich mir das nämlich hier ein aufs Brot. Dann kommt das alles hier oben rein. Dann machen wir es an. Er erkennt auch schon 7 Stück. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Und dann haben wir 7 Brote fertig. Ah, hier gehen mehr drauf, okay. Das wusste ich nicht. Ja, irgendwie von 3 ausgegangen. Einmal rein. So, auch 220 Grad, ja. Aber hier reichen 40 Sekunden. Und dann haben wir es. Dann haben wir 14 Brote gebacken plus 72 Donuts. Und dann haben wir das Geld, um umzuziehen. Also ich habe das Projekt nie wirklich beendet. Das heißt, ja, auch das werde ich heute nicht tun. Ich will die neuen Maschinen noch herausfinden, noch kennenlernen. Ich will auf jeden Fall umziehen, auch wenn wir da natürlich nah dran sind jetzt. Das können wir da eigentlich noch erweitern. Dich können wir nicht mehr erweitern. Ich dich hier irgendwo da Objekt erweitern. Automatisches Auffüllen. Na gut, da fehlt halt ein bisschen Wasser. Achso, ist hier nicht irgendwas leer gegangen? Ja, aber Eier, wieso kann ich den Eier gerade auffüllen? Bin er noch da? Hm, interessant. Okay. Aber heute nicht unser Bier. Ja, so ein paar Sachen will ich hier auf jeden Fall noch kennenlernen, weil ich glaube, das ist ein Spiel, das kriegt man auch zeitig gesehen mit relativ wenigen Spielstunden durch. Und ja, es ist so ein Projekt, das ich gerne noch weiterführen möchte auf jeden Fall. Aber wir gucken uns jetzt an, was wir an Geld verdienen. Ich würde sagen, wir lassen liefern. Risiko eines Fehlschlags. Komm, reduzieren wir das Ganze ruhig mal. Wir verdienen ja genug Geld, finde ich. Alle zugestellt. Und nicht alle zufrieden. Warum nicht? Ist das hier irgendwo? Ne, leider nein. Schade. Also ich habe da ein Ausrufezeichen gesehen, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Muss ich zugeben. Okay, Level 20. Und da haben wir den Mischlöffel, den wir gesehen haben, was wir jetzt hinten sammeln können. Das haben wir in der Beschreibung ja gelesen. Also sind wir da. 6.600 Euro. Ich sag einfach Euro haben wir auf dem Konto. Jetzt nochmal eine Sache nachgucken. Und mit dem nächsten Level gibt es einfach nochmal weitere Sachen freizuschalten. Nochmal andere Donutarten, weil ich wollte mal gucken, was es einfach jetzt gibt mit Level 21. Aber ja, da geht es auf jeden Fall noch weiter. Hier sind wir auch.
dabei, jetzt Grandmas abzuschließen. Und dann nochmal die anderen, weil die haben ja alle nochmal bestimmte Boni, die freizuschalten sind. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns einfach mit der neuen Bäckerei in der nächsten Folge an. Wann die genau kommt, weiß ich noch nicht. Irgendwann nur an einem Mittwoch. Deswegen ja, abonniert gerne. Oder ja, guckt einfach ab und zu mal rein. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns auch in einem anderen Video sehen und hören. Deswegen, ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Lasst gerne eine Bewertung da. Bis dann, macht's gut. Ciao.